Marius Borkhorby hat einen neuen Job in London ergattert. Der Sohn von Prinzessin Mette Marit schreibt seit März als Style Director für das Tempus Magazin in London. In seinem ersten Beitrag schrieb Marius über den Tesla-Roadster und Tesla-Gründer Elon Musk und bezeichnete sich noch als Style Editor, also normaler Textredakteur. Das Talent des Norwegers scheint sich nun bewährt zu haben. 5 Monate nach seinem Start darf er sich schon Director nennen. Mittlerweile sind von ihm 4 weitere Beiträge in dem Trendmagazin erschienen. Es geht um Luxusmarken von Kleidung und Autos. Mit letzteren hat Marius sogar schon berufliche Erfahrungen gesammelt. Er arbeitete von August 2015 bis März 2016 als Sales Trainee beim Luxusautohändler Insignia in Oslo, wie sein Profil auf dem Karriereportal LinkedIn verrät. Damals ging Marius noch zur Schule. Weitere Berufserfahrungen finden sich dort nicht. Es ist lediglich die Ausbildung in Business Administration am Santa Monica College erwähnt, ein Studium, das er abbrach. Nachdem er sich schon in den USA als Designer von Lederjacken versucht hatte, jobbte er als Trainee beim italienischen Designer Philipp Lein in Mailand. Nicht nur deshalb sorgte sein neuer Job für Diskussionen in seiner Heimat. Die norwegische Illustrierte, Sara Okhler, sprach mit der britischen Autorin und Journalistin Liz Hipkinson, die selbst regelmäßig für britische Zeitungen schrieb. Sie sei nicht überrascht gewesen, dass Marius Borkhorby beim Luxus-Lifestyle-Magazin Tempus untergekommen ist, so die Autorin. Er ist nicht einmal ein Einzelfall, sehen Sie zum Beispiel Tom Parker Bowles Sohn von Herzogin Camilla aus erster Ehe, A.N.M. Er hatte keinerlei journalistische Erfahrung und hat einen Job am respektierten Juggler Magazine und in der Mail und Sander erhalten. Auch Herzogin Kates Schwester Pippa hat für Publikationen wie The Spectator, Vanity Fair oder Sunday Telegraph geschrieben, so Liz Hodkinson zur norwegischen Zeitschrift. Trotz der mangelnden Erfahrung hätten die beiden diese Jobs bekommen. Wer mit Königlichen verwandt sei, den würden Türen geöffnet und das gelte sicher auch für Marius Borkhorby als Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit, meint die Journalistin. Da würde es auch nichts ausmachen, wenn die Königlichen nicht gut schreiben könnten. Marius ist nicht sehr bekannt in England, aber seine Verbindung zur norwegischen Königsfamilie hat ihm sicher den prestigevollen Job verschafft. In der Redaktion helfen dann erfahrene Journalisten den Text umzuschreiben, so dass es beim Druck dennoch gut aussieht. Obwohl der norwegische Hof immer wieder dafür eintritt, dass Marius Borkhorby als Privatperson gesehen und behandelt werden soll, nannte das Magazin ihn in einem Artikel über die Brit Awards, der online und offline verfügbar war, Prinz Marius Borkhorby. Der norwegische Hof wollte gegenüber der Sara Okhler dazu keinen Kommentar abgeben. Das Tempus Magazine bestätigte nur, dass Marius für sie arbeitet. Nach den Schlagzeilen um den Prinzentitel wurde Marius' Name, inklusive Titel, in der Zwischenzeit aus dem Unlinear-Artikel entfernt.